Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir starten heute in die Folge mit einigen an Quests, denn wir haben ganz viele neue. Wobei, so viele sehe ich gerade gar nicht. War das in der letzten Folge mehr? Egal, in der letzten Folge. Eieiei, die Mekkon haben ja angegriffen und einige Bewohner getötet und Fiora ist auch von uns gegangen. Und alles ist ganz, ganz schrecklich und Shulk und Ryan wollen sich auf den Weg machen, sich zu rächen. Aber nicht heute. Not today. Hey Shulk, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe mich schon wieder mit Paola gestritten. Es ging darum, wer besser und stärker ist, du oder Ryan. Kannst du für mich einen großen Drachen besiegen? Bitte was? Dann merkt Paola endlich, dass du viel besser bist als Ryan. Ich habe jetzt das Monado, kein Problem. Und ich habe Visionen. Hast du sie nicht mehr alle? Ryan ist viel cooler. Du hast sie nicht mehr alle. Shulk ist viel, viel besser. Er ist lieb und nett. Ja, the bare minimum. Ryan ist groß und stark. Ryan ist total dämlich. Gar nicht wahr. Ryan ist genauso intelligent wie Shulk. Shulk ist viel, viel netter. Ryan ist zu groß und macht allen Angst. Was? Dafür kann Ryan mich beschützen. Mir kann nichts passieren, solange er bei mir ist. Er hat dich doch noch kein einziges Mal beschützt, oder? Aber Shulk hat mir schon mal mein Spielzeug repariert. Ha. Heul doch. Okay. Aus irgendeinem Grund denke ich, dass ich das nicht tun sollte. Ich glaube, das würde euren Streit nur noch schlimmer machen. Och, nur einen Drachen. Paola zieht mich wieder auf, wenn du es nicht tust. Ryan und ich streiten uns nie. Das ist eine Lüge. Erinnert euch an das Harmoniegespräch. Wieso könnt ihr beiden denn nicht einfach damit aufhören? Echt? Ihr streitet euch nie? Ist gelogen. Na gut, dann höre ich auch auf, mit Paola zu streiten. Aber du musst mir vorher was beweisen. Ich muss dir gar nichts beweisen. Und zeig mir, dass du und Ryan beste Freunde seid. Okay. Zwei Mädchen streiten sich permanent, wer besser ist. Shulk und Ryan, beende ihren Streit, indem du ihnen zeigst, dass Shulk und Ryan dicke Freunde sind. Steigere die Harmonie zwischen Shulk und Ryan ein gutes Stück und sprich mit Narin. Zuerst müsst ihr es mir beweisen und dann Paola. Gut, ich kümmere mich darum. Well, ja. Kann ich das jetzt... Hau doch nicht ab. Zeig mir, dass du und Ryan die allerbesten Freunde seid. Wait a minute. Harmoniediagramm. Wir können das vielleicht hinkriegen. Wir schenken mal was. Und zwar von Ryan an Shulk. Denn wir haben hier was in den Items, das Shulk sehr doll mag. Aber leider nicht genug davon, um die Freundschaft noch zu steigern. Da müssen wir noch etwas Harmonie aufbauen, mein Guter. So. Das dazu. Und wo ich gerade hier im Menü bin, wollte ich einmal die Ausrüstung kurz durchgehen. Monado kann ich nicht wechseln. Das kann ich nicht anlegen. Das sieht soweit okay. Aber das sah aber auch nett aus hier, ne? Oh, Schuniki. Irgendwie ändert sich hier kaum was, aber das ist, macht hier keinen Unterschied. So, die Hose vielleicht? Nee, also wir sind schon ganz gut dabei, was Ausrüstung angeht. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, könnte man machen. Hello. Oh, gleich mal den Sockel füllen. Ja, Angriff ist immer gut. Hier vielleicht irgendwas. Das war's soweit. Okay. Dann einmal Talentbäume.
Wir haben hier nämlich das erste schon voll und wir können mal ab und zu so durchswitchen, weil je mehr wir kämpfen, desto mehr füllt sich das ja auch. Und ich bin ein Fan davon, alles so gleichmäßig aufzuleveln. So, das fördert die Agilität und die Nächstenliebe fördert die Ätherkraft. Gab es noch ein zweites Menü? Ach ja, Talentverknüpfung, das haben wir noch nicht. Techniken einmal kurz durchgehen. Wir können jetzt auch Monado-Techniken verbessern. Entschuldigung. So, und ich würde aber erstmal sagen, Stufe steigern. Wir machen einmal das Schattenauge. Und dann gucken wir mal bei den Monado-Techniken. Verzauberung bitte einmal. Yes. Okay. So, next one, please. Einmal den Zorn hoch. Schaden füllt allmählich die Spezialanzeige. Ja, nehme ich. Und Aura, die stark die Wut der Feinde steigert, damit sie angreifen. Ja, so als Verteidiger hätte ich das schon gerne für Ryan. Und damit haben wir nur noch 105 Technikpunkte. Okidoki. So, haben wir noch was Sammel-Items? Also hier ja nicht, aber... Ach, guck mal, Tephra-Höhle. Da müssen wir ja eigentlich storymäßig auch lang. Wir geben erstmal den Goldkriecher ein und haben... Jawollo, und nehmen uns das Juwel. Goldkriecher, Larve, die nach dem Schlüpfen nur wenige Stunden golden glänzt. Oh. Okidoki. Genug Gewusel. Also das hier können wir erstmal noch nicht abschließen. Harmoniegespräch, wie sieht es damit aus? Nein. Okay. Hallo. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Nira, Nira. Nira, Nira, Nira. Ach, das ist dann der Nopon. Nira, Nira ist ganz allein zum Kap Hasai gelaufen. Das hört sich nicht gut an. Moritz ist so gemein. Er hat Nira Nira aufgetragen, ein Krabbelhaus zu holen. Was, wenn Nira Nira von einem Krabbel gefressen wird? Das wollen wir natürlich nicht. Wir retten Nira Nira natürlich. Ich schimpfe Moritz aus und ihr geht los und rettet Nira Nira. Bitte bringt ihn sicher zurück. Ich kümmere mich darum. Kleine Nopons müssen gerettet werden. Wo ist das denn überhaupt? Das ist auf jeden Fall mal wieder das falsche Menü. Wir können uns ja direkt darum kümmern, nachdem wir uns darum gekümmert haben, ne? So. Ich glaube, wir kommen ein bisschen zu durcheinander, wenn wir jetzt erstmal alle Quests einsammeln und dann alle nach und nach abarbeiten. Ich glaube, es ist angenehmer zuzuschauen, wenn man Quest annimmt und diese Quest auch direkt macht. Hey. Hallo. Ich schaffe das schon. Ich stehe das durch. Sowas haut einem gestandenen Kerl wie mich nicht um. Du bist gestresst, Junge. Nun, falls ihr mir wirklich helfen möchtet, ich könnte etwas frische Ama-Milch gebrauchen. Sie ist sehr nahrhaft und sollte mich bei Kräften halten können. Du könntest auch mal ins Bett gehen und dich ausruhen. Aber gut, dann halt Ama-Milch. Die hier wäre. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Springen. So, let's go! Juhu! Allelup! Bam! Ich würde ja auf dem Weg nach unten schon sterben bei solchen Sprüngen. Ach ja, so, komm her, kleines Baby-Armerchen. Ich finde dich zwar sehr süß und so und eigentlich müsste ich, obwohl Baby-Amas melken, das, naja. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Man müsste Mama-Ama melken, anstatt hier die Amas alle umzunieten. Dreckiger Pelz. Und dann kriegt man nicht mal Milch. Aber nun gut, ich mach mal hier meine Aufgabe, ne? So. Milch ist besorgt. Dann wollen wir das mal abgeben. Hallo.
Hey, ihr habt mir tatsächlich welche gebracht. Vielen Dank. Geh ins Bett jetzt und ruh dich aus. Nun, da kann ich ja mit Volldampf weiterarbeiten. Das ist nicht zielführend. Schon gut, ich werde es etwas langsamer angehen. Ja, bitte. Die Sache ist nur die, die Leute hier lieben meinen Curry, dann stell Leute ein. Ich darf sie einfach nicht enttäuschen. Das Wohl meiner Kunden liegt mir schließlich am Herzen. Ja, natürlich. Aber du musst ja nicht dich selbst vernachlässigen. Wichtig ist nur, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. Ich sehe ihn schon in dem Burnout stolpern. Dank der Vitamine kann Giorgio wieder zum Wohle seiner Tochter arbeiten. Ach, Giorgio. Forme die Geschichte. Wir hätten auch seine Familie fragen können. Aber gut. Hier sind halt manchmal mehrere Optionen verfügbar, um ans Ziel zu kommen. So, das hier, ne? Ach nee, das können wir noch nicht machen. Mut und Stolz. Wir retten jetzt Nira Nira. Wo ist Nira Nira denn? Kap Hatzai. Wie komme ich da denn am besten hin? Von hier springen geht, glaube ich, gar nicht. Springen wir von hier. Ach, an dem Kap waren auch so starke Monster, ne? Ach, wir kriegen das schon hin. Hui! So, hier ist der Kap. Und da sehe ich auch schon das Ausrufezeichen. Aber keine zu starken Monster, ne? Das ist gut. So, ja, ihr seid alle ganz niedlich, ihr Krabbels. Nira Nira, was machst du hier? Ja, du. Seid hier, um Nira Nira abzuholen? Nira Nira muss schnell wieder zurück. Muss Moritz Haus von Krabbel zeigen. Ha, bring dich doch selbst nicht in Gefahr dafür. Ach ja. Aber nun gut, was willst du machen? Dann gehen wir einmal zurück zu Lukas. Und Nira Nira hat sich natürlich in Blitzgeschwindigkeit? Egal. Wie der Blitz hierher teleportiert wahrscheinlich. Hello. Nira Nira ist gerade eben zurückgekommen. Ich bin so froh, dass ihm nicht zugestoßen ist. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ich glaube, Moritz will mit euch reden. Ich weiß nicht, worüber. Geht am besten zu ihm und fragt ihn einfach. Moritz. Hi. Ich habe mich gerade bei Nira Nira entschuldigt. Ich werde ihn nicht mehr ärgern. Er ist echt ein toller Kerl. Er hat ganz allein ein Krabbelhaus gefunden. Können Nopron eigentlich mit ihren kurzen Ärmchen und Beinchen tatsächlich so weit schwimmen? Ich meine, der Kap ist ja mitten im See. Egal. Und danke, dass ihr Nira Nira gerettet habt, meine ich. Ich hätte das nicht geschafft. Von jetzt an werden wir alle gemeinsam spielen. Ich bin sicher, wir werden viel Spaß zusammen haben. Wunderbar. Aber die Mission ist noch nicht vorbei. Moritz hat darüber nachgedacht, was er getan hat. Von jetzt an werden wir alle drei immer zusammen spielen. Es ist nicht viel, aber ich möchte euch dieses Geschenk geben. Es ist von Nira Nira, Moritz und mir. Mission erfüllt. Nira Nira und Moritz sind jetzt Freunde. Das gibt maximalen Angriff. Stufe 2. Yay. Da ist er ja schon. Nira Nira. Okidoki. Wenn mich nicht alles täuscht, war hier oben noch eine offene Quest. Genau. Mal sehen, was die Person von uns möchte. Da ist noch ein Nopon. Aber um den geht es anscheinend nicht. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Es ist so schrecklich. Aber ich werde mich wohl damit abfinden müssen. Das klingt, als steckst du in Schwierigkeiten. Lässt du dir schon wieder anderer Leute Probleme anschwatzen? Ja, aufschwatzen. Du bist unverbesserlich. Was soll's? Wir lieben dich trotzdem. Oh. Du liebst mich nicht trotzdem, du liebst mich deswegen. Ja. Du würdest Leute in Not doch auch nicht im Stich lassen. Komm schon, lass uns wenigstens hören, worum es geht. Macht ihr euch Sorgen um mich? Oh, das ist aber nett von euch.
Meine geliebten Blumen haben den Angriff leider nicht überstanden. Also ich finde, die sehen ganz gut aus, wenn ich so hinter dich gucke. Ich habe so viel Zeit und Liebe in meine Pflanzen gesteckt. Ihr jetziger Anblick treibt mir Tränen in die Augen. Ich kenne das Gefühl, etwas zu verlieren, was einem wichtig ist. Es geht um Blumen, Schulk, nicht um Fiora. Können wir irgendetwas tun? Dann wollen wir mal. Wir haben morgen Utensilien und wir bringen sie dir. Ja, lieb von euch. Gut, ich kümmere mich darum. Das machen wir, das machen wir. So, guck mal, aktualisiert. Ich habe alles. Oh, wie schön, das sind doch nicht etwa Morgenhortensien. Doch. Das ist aber meine Lieblingsblume. Ihre Blüten sind so wunderschön. Ich werde sie zu starken und resistenten Pflanzen großziehen. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Schaut euch die Blumen doch nochmal an, wenn sie in Blüte stehen. Alles klaro. Das gab Bodenstulpen. Hatte ich aber, glaube ich, schon. François ist glücklich und widmet sich wieder begeistert ihrem Garten. Dankeschön. Hätten wir das auch. So. More Quests. Hier oben. Okay. Und dann werde ich auch mal, wenn wir das fertig haben, ein bisschen an der Uhrzeit rumschrauben, weil dann tun sich auch noch mal ab und zu neue Quests auf, weil, ne, unterschiedliche Tageszeiten, unterschiedliche Leute. Hallo, Emmy, ihr schon wieder? Ihr kommt gerade rechtzeitig, ich habe eine Aufgabe für euch. Worum geht es? In der Tefra-Höhle gibt es ein kleines Windfleder-Problem. Die Biester vermehren sich wie verrückt. Doch niemand bei uns will sich um dieses Problem kümmern. Ich habe beschlossen, etwas dagegen zu tun. Du meinst, du hast beschlossen, dass wir was dagegen tun. Meine Einheit wird sich dieses Problems annehmen. Doch allein werden Miller und ich nicht viel ausrichten können. Ich hatte gehofft, dass ihr uns vielleicht helfen könntet. Seht zu, dass ihr 5 davon eliminiert. Kann ich auf euch zählen? Natürlich. Du bittest uns schon wieder um Hilfe? Na, solange du nicht behauptest, du hättest alles allein gemacht. Keine Sorge. Ich stelle sicher, dass alle erfahren, dass ihr uns geholfen habt. Unser Ansehen muss hier ja steigen, ne? Und dann kriegen wir noch mehr Quests. Ich bin vielleicht ein bisschen questsüchtig, aber pst. Sollte das nicht reichen, werde ich euch ein Essen spendieren. Ja, Essen. Dann könnt ihr euch mal richtig schön den Bauch vollschlagen. Na, das hört sich doch gut an. Das nehmen wir natürlich an. Aber die Quest erledige ich, sobald ich vor Ort bin. Danke, Miller und ich werden uns um die anderen Orte kümmern. Eure Aufgabe sind nur die Windfleder in der Kaverne von Tefra. Ich kümmere mich darum. Alles klar. Ciao, Kakao. So. Jetzt ist halt, Ende Banane. Ich werde mal die Zeit umstellen. Jetzt haben wir 13 Uhr. Dann mache ich mal abends. Oder Nachmittag, eher gesagt. Dann gucken wir nochmal rüber. Und dasselbe nochmal mit nachts und einmal mit morgens. So, einmal hier. So, 21 Uhr ist okay. Ach, guck mal. Das wird leicht verdeckt hier. Was treibt ihr hier nachts und warum braucht ihr nachts meine Hilfe? Hallo? Alright. Was guckt ihr denn so? Wollt ihr meiner Gang beitreten? Was? Könnt ihr gerne machen. Wir brauchen eh neue Leute. Von unserem Megaplan habt ihr ja sicher schon gehört, oder? Worum genau geht es? Genau, lass mal hören. Immer mit der Ruhe. Ihr werdet die Einzelheiten noch früh genug erfahren. Jedenfalls kriegt ihr jetzt erstmal einen Auftrag von mir. Okay. Ach, guck mal. Ein von 2 Unkor-Quacksäcken haben wir schon. Und die besorgen wir in der Tefra-Höhle. Okay, okay, okay. Sammelt in der Tefra-Höhle ein paar Unkor-Quacksäcke. Das dürfte euch doch nicht schwerfallen, oder? Ich zähle auf euch. Gut, ich kümmere mich darum. Alles klar, let's go.
Ich wollte einmal zum Juwelenonkel. Und dann schauen wir mal, ob ich das mit den Juwelen endlich verstehen werde. Hallo! Lass mal Juwelen schmieden. Wie läuft's mit den Äther-Juwelen? Ja, hier und da bekommen wir welche. Ihr seid ihrer großen Faszination hoffnungslos erlegen, stimmt's? Hm. Ich verstehe schon, ihr wollt sie mit eigenen Händen schmieden. Da habe ich eine Überraschung für euch. Ihr kommt genau richtig. Ich habe den Ofen soeben wieder erfolgreich zum Laufen gebracht. Und ihr könnt ihn völlig kostenlos verwenden. Ist das nicht was? Ja. Okay. Konzentration. Die Herstellung eines Juwels. Wähle die Materialien, die im Ätherofen geschmolzen werden sollen. Es können nur Kristalle vom gleichen Rang zusammen eingeschmolzen werden. Die Umwandlung von Ätherkristallen in Juwelen wird als Schmieden bezeichnet. Ein Juwel entsteht, sobald die Reinheit einer Substanz 100% überschreitet. Okay. Wirf mehrere Kristalle mit der gleichen Substanz in den Ätherofen, um die Reinheit dieser Substanz zu steigern. Okay, der Einwurf endet, sobald die Reinheit einer Substanz über 100% übersteigt oder 8 Kristalle ausgewählt wurden. Bestätige die ausgewählten Kristalle am Schluss durch Drücken von A. Am Schmiedevorgang nehmen stets 2 Gruppenmitglieder teil, ein Werfer und ein Techniker. Nach der Auswahl werden die Fähigkeiten jedes Gruppenmitgliedes angezeigt. Der Harmoniewert zwischen Werfer und Techniker bestimmt, wie oft geschmiedet werden kann. Mhm. Wechsel Charaktere mit rechts und links und entscheide dich mit A. So, der Werfer feuert während des Schmiedens nach. Bei jedem Schmiedevorgang werden die Fähigkeiten der beteiligten Gruppenmitglieder aktiviert. Die Qualität der geschmiedeten Items hängt von den jeweiligen Fähigkeiten der beiden Gruppenmitglieder ab. So, Schulk als Werfer erhöht die Chance auf Schmiedefieber. Okay. Und Ryan als Werfer, große Reinheitssprünge bei roter Flamme. Hey, okay. Und wenn wir jetzt Techniker einsetzen, Schulk als Techniker, rote Flamme normal, blaue Flamme normal, grüne Flamme gut. Okay, was auch immer das bedeutet. Ryan als Techniker, rote Flamme Experte. Mhm. Okay, okay. Die Fähigkeit des Technikers bestimmt die Stärke der Flamme. Eine rote Flamme bedeutet hoher Reinheitsanstieg einer Substanz. Blaue Flamme, niedriger Reinheitsanstieg aller Substanzen. Okay. Und grüne Flamme lässt Zylinderbalken ansteigen. Mhm. Und das soll man sich alles merken, ne? So, Juwelen und Zylinder. Wenn die Reinheit einer Substanz 100% übersteigt, formt sich aus dieser Substanz ein Ätherjuwel. Restsubstanzen, deren Reinheit nicht über 100% hinauskommt, werden zu Zylindern. Mit einer Substanz für jedes Mal, dass du den Zylinderbalken füllen konntest. Okay. Gewonnene Zylinder können genau wie Kristalle erneut eingeschmolzen werden. Und? Alles verstanden, Leute? Also, das ist alles von der gleichen Dingsbums. Hier Stufe 1. Haben wir schon andere Stufen? Natürlich nicht. Verwendete Kristalle und Zylinder. Kampfesmut. Stärke. Physische Abwehr. Stärke. Wir können ja mal das reinmachen. Und schon übersteigt es die 100% Reinheit. Deswegen mache ich das direkt auch mal. So. Mehr kannst du nicht wählen, da eine Wirkung 100% Reinheit erreicht hat. Let's go. Fieberzustand wird schneller erreicht. Stärkere Reinheitsanstieg bei roter Flamme. Ich mache mal das so und ja, wir haben ja nur die beiden. Rote Flamme Experte. Warte, und wenn ich andersrum mache? Nee, dann machen wir Schulk als Werfer und Ryan als Techniker. Muss ich irgendwas drücken? Ich glaube nicht.
Alrighty, to me. Awesome. Alrighty, there we go. Nice okay. One. Hey, this ain't bad. This ain't bad at all. Ja. Okay. Was soll ich dazu sagen? Ich verstehe gar nichts. Ja, wir können ja trotzdem mal so ein paar Sachen zusammenwerfen. Wir machen einfach jetzt mal die drei, weil das die einzigen drei sind, die noch übrig sind. Und machen hier wieder die beiden und spulen diesmal vor. Ja, ja. Bla 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 bla. So, Juwel geschmiedet. Physische Abwehr ist leider, ja. Das können wir ja erneut einschmelzen. Aber das war's dann, ne? Hä? Wo kommen die ganzen Dinger her? Ach, ich dachte, das wäre einfach ausgegraut gewesen. Aber das sind auch Sachen, die man einschmelzen kann. Ach du Heilige. Okay, dann wir können das aber auch nicht mit allen kombinieren, wie es aussieht, ne? Oder? Ah doch, geht tatsächlich, aber manche sind hervorgehoben. Mach ich mal das hier. So, wieder so. Und Vorspulen bitte. Ah. Yeah. Ui. Ich weiß doch auch nicht. So viel zum Juwelenschmieden. Das nehmen wir so an uns und hören auch auf, weil ich verstehe es einfach nicht. Nicht nur Lebewesen hinterlassen Ätherkristalle, auch bei Jonas selbst. Ich rede natürlich von Ätheradern. Haltet auf Reisen die Augen offen. In den Bionis-Kristallen stecken nämlich unglaubliche Kräfte. Was ist? Ihr seid ja nicht gerade enthusiastisch. Ja, in dem Thema hätte ich in der Schule eine 6. Okay, auf jeden Fall hätten wir das jetzt. Und ja, damit wir das auch mal gesehen haben. Ne? Ich stelle nochmal die Zeit eben um. Und dann machen wir uns wohl schon auf zur Tephra-Höhle, ne? So, noch irgendwelche Questies. Einmal noch morgens abchecken und dann gehen wir los, würde ich sagen, ne? Zeit einstellen. 6 Uhr morgens. Ah, Tag. Ach, guck mal. Guck mal. Du, kennen wir uns schon? Es ist meine Berufung, die Kultur dieser Stadt zu fördern. Wann immer es um Kunst geht, kommt vertrauensvoll zu mir. Ich glaube, wir kennen den schon. Ich werde gerne tun, was ich kann. Okay, aber... Ach, da oben. Ich war etwas verwirrt jetzt. Hey du! Was liegt dir auf dem Herzen? Ich muss euch etwas erzählen. Ich denke, ich weiß, was mit meinem Sohn geschehen ist. Das klingt, als stecktest du in Schwierigkeiten. Das klingt, als hätte ich es schon mal gesagt. Jemand hat einen Teil seiner Ausrüstung gefunden. Als ich das sah, war mir klar, dass er tot sein muss. Und ich kann nicht mal seine Überreste bei Jonas anvertrauen. Ich wünschte, ich wüsste, wie weit er gekommen ist. Wahrscheinlich liegt irgendwo da draußen der Rest seiner Sachen. Ich suche nach dem Zeug, kein Problem. Oh, versprichst du mir das? Das sehe ich so, als ob ich Witze machen würde. Es ist schön zu sehen, dass es noch anständige junge Leute gibt. Du erinnerst mich sehr an meinen Sohn. Mein Sohn wollte zum Kopf von Bionis reisen, törichter Junge. Ich habe keine Ahnung, wie weit er gekommen ist. Es wäre schön, wenn ihr seine Habseligkeiten mir bringen würdet. Alles klar, wir müssen ein stumpfes Messer finden, ein krummes Gewehr und eine zerlumpte Rüstung. Alles klaro, das nehmen wir natürlich an. Ich danke euch vielmals. Das Schicksal meines Sohnes zu akzeptieren fällt mir nicht leicht. Aber dank eurer Hilfe kann ich nun wieder nach vorne schauen. Gebt Acht auf eurer Reise. Gut, ich kümmere mich darum. Und wenn er bis zum Kopf reisen wollte, klingt das auch so, als wäre die Quest etwas längerfristig, aber... Somit haben wir alles hier, ne? Wir haben hier noch ein Harmoniegespräch, das wir uns noch gar nicht angeschaut haben, oder?
was, beziehungsweise was heißt angeschaut, was wir noch nicht angewählt haben. Ich gehe da mal kurz hin. Ich kann ja mal schauen, ob man das schon machen kann. Da sitzt jemand, aber ich speichere erstmal kurz. Oh, ein Tutorial ist hier aufgetaucht. Da Schmiedehinweise. Gucke ich mir kurz mal an. Hitzezustand. Hochwertige Substanzen produzieren mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit höherer Wahrscheinlichkeit hochkarätige Juwelen. Sobald die Reinheit einer Substanz 200% überschreitet, spricht man von einer Substanz im Hitzezustand. Und das resultierende Juwel wird auf den nächsthöheren Rang befördert. Aha. Gelegentlich verfallen Werfer und Techniker einem Schmiedefieber, was die Substanzwerte schneller steigen lässt. Schulks Werferspezialität oder das Erlernen bestimmter Talente begünstigen das Schmiedefieber. Alles klar. Also hier ist ja noch was. Wo denn? Schmiedetutorial. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Schmieden, ne? Jetzt schon nicht. Mittels empfohlen nach Materialien suchen. Oh, das ist natürlich eine gute Idee. Wenn du Materialien wie Ätherkristalle in der Materialauswahl auswählst, werden ihre Wirkungen in der Wirkungsleiste angezeigt. Drücke den rechten Trigger, um Materialien mit den gleichen Wirkungen an die Spitze der Liste zu setzen. Die Symbole der empfohlenen Materialien werden farblich hervorgehoben. Alles klaro. Okay. Was wollte ich? Speichern. Speichern, speichern, speichern. Wo speichere ich denn hier? So, was machst du da? Wer bist du? Und warum bist du halbnackt? Hallo. Werner! Ah, ihr seid in Sicherheit? Ich habe hier Deckung gesucht, deswegen ist mir nichts passiert. Diese Stadt wird gefährlich. Ich will irgendwohin in Sicherheit. Aber wo ist man jemals in Sicherheit? Und mit der Person haben wir vorher noch nie geredet. Das ist schon mal ganz gut, dass wir das jetzt erledigt haben hier. Und unser Harmoniediagramm erweitern konnten. Was ist das hier? Noch nicht verfügbar. Okay. So, dann würde ich sagen, einmal auf zur Tephra-Höhle. Hallo. Yes? Die Wege durch die Tephra-Höhle sind eng und gefährlich. Gebt auf euch Acht, wenn es zu einem Kampf kommt. Aber natürlich. Natürlich. So, hier wären wir. Wir müssen Unkors bezwingen und so Fledermäuse, ne? Ich schau mal eben auf die Karte. Hier gibt es sogar Quests. Okay. Wir hätten auch von hinten in die Höhle reingehen können. Das würde viel schneller gehen. Ah, gut. Ob wir es jetzt hinkriegen, den Raub zu besiegen? Wir können es mal probieren, ne? Aber erstmal versuche ich den hier an mich zu reißen. So, ohne die anderen zu triggern. Diesmal hauen wir den einzigartigen Gegner hier kaputt, ja? So, Insektenbeine, immer wieder schön. So, du, komm mal her. Man kann die doch auch anlocken. Ja, gut, jetzt ist alles zu spät. Einmal stärken, Seitenangriff und Schmetterschlag. Einfach, weil ich es kann. So. Aber wir ziehen schon gut was ab, ne? Glaube ich. So, einmal anfeuern hier. Da kam ein Hasid dazu. Geh weg. Du machst es mir nur schwerer hier. Also geh einfach weg. So. Ja, es sieht schon viel besser aus, ne? Läuft auf jeden Fall. Ich sollte mal heilen. Yeah! So, ich könnte auch mal hinter den gehen. Dann ist das alles ein bisschen effektiver. So, nochmal stärken. So, und Attacke! Jawollo! Diesmal kriegen wir es hin, wenn Ryan nicht drauf geht. Oh, wow, toll, jetzt habe ich mich... Ja. Einmal wiederbeleben, bitte. Und, so. Let's go.
Wir kriegen das hin. Doch, 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 doch. Könntest du vielleicht mal deinen Autoangriff benutzen? So, geschafft. Jawollo. Geht doch. Und das zu zweit. Oh, ist der klein. Guck mal, wie klein der ist. Voll süß. So, das gibt Insektenbeine. Und das hier? Raubgift, Regners Schmuck, Hofleggings und Flammenrad. Das klingt doch ganz gut. Es war knapp, aber wir haben es hingekriegt. So, alles nehmen. So, und hier kommen schon langsam die Zielpunkte, die umkursen so. Die Musik ist schon wieder so mega bedrohlich. Bisschen übertrieben, ne? Bäm. Nein, 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 nein. Alles gut. So, raue Haut. Das ist nicht das, was ich wollte, aber gut. Vielleicht kriegen wir von ihm, was wir brauchen. Wie nah muss ich eigentlich rangehen, damit diese Autoangriffe ordentlich funktionieren, ne? Guck mal, er steht einfach nur da rum. Greif ihn an. Mann, ey. Da, ein Quacksack. Dann hätten wir das schon mal. Mission aktualisiert. Alles klar. Oh, hallo. Wo sind denn... Ach nee, die Fledermäuse kommen hier natürlich nachts, ne? Obwohl das eine Höhle ist und das keinen Unterschied machen sollte. Klappt abends auch schon? Nee, ne? Nö. Das war doch Tephra-Höhle, ne? Ich meine schon. Nacht. Warte mal, da muss ich nochmal kurz gucken. War das das? Besiege 5 Windfleder in der Tephra-Höhle. Hm. Ah ja, hier müssen wir Bericht erstatten. Das können wir gleich auch machen. Okay. Ach, da sind Fleder. Da komme ich noch gar nicht hin. Okay. Okay, okay, okay. Dann... ich überlege gerade. Hier müsste man sich noch hin teleportieren können. Das wäre praktisch. Aber nö. Das geht natürlich nicht. Ach ja. Jetzt mache ich wieder das Umgekehrte von dem, was ich gesagt habe. Quest annehmen, Quest erledigen und, dann erst nächste Quest annehmen. Aber wenn ich schon mal hier bin, ne? Oh, ihr kommt genau richtig. Mein Partner wollte gerade den Zylinderspeicher überprüfen, aber er ist noch nicht zurück. Das hört sich nicht gut an. Das können wir nicht einfach... davor können wir nicht die Augen verschließen. Mensch, Leute. Ja, wir müssen etwas unternehmen. Während des Mechon-Angriffs sind seltsame Maschinen aufgetaucht. Ich mache mir echt Sorgen. Könntet ihr für mich nachsehen, was da los ist? Aber klar doch. Das klingt echt nicht gut, aber was soll's. Wenn noch Mechon da sind, können wir in den See springen. Richtig. Ja, genau. Ryan, wie sieht's aus? Hilfst du einem Kumpel aus der Truppe? Ja, na klaro. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich hoffe, es geht ihm gut. Danke im Voraus. Alles klar. Ach, da, du hast mehrere Aufgaben. Okay. Ich hätte da noch eine Bitte an euch. Wollt ihr mal hören? Ja, hau raus. Könnt ihr Spinnseide beschaffen? Machen wir, machen wir, machen wir. Ich lese mal nicht alles bei den Quests vor, sonst sitzen wir noch übermorgen hier. Er ist zum 6. Mal Vater geworden. Fleißig. Das heißt, ich muss 6 Mal so viel arbeiten wie andere. Ja, eine Belohnung ist für euch auch drin. Wie sieht's aus? Yep. Machen wir. Für meine Kinder bin ich bereit, alles zu geben, so wie es sein soll. Sie sollen es besser haben als ich. Okay, 3 Mal Spinnseide. Wir enttäuschen dich auch nicht. Wir machen alles, was nötig ist.
Wir packen das. Auf geht's. So, und das war das einmal. Ne, Truppensoldat? Ich werde jetzt einmal eben aber die eine Quest abgeben gehen. Die hier gar nicht auftaucht gerade. Aber es ist doch nachts. Ich muss doch Bericht erstatten. Also ich möchte zumindest in dieser Folge alle... Ach, guck mal, jetzt wird es angezeigt. In dieser Folge möchte ich zumindest alle Quests, die wir in Kolonie 9... Wow, Kolonie 9! Jetzt fange ich schon an, Englisch zu sprechen. In Kolonie 9 angenommen haben, ja, zu beenden. Bis auf die, die wir wirklich noch nicht machen können. Alright. Guck, ich habe die Säcke besorgt. Ich kann man schicken. Bringt die dann zu Betty ins Wohnviertel. Betty! Liebe Grüße an Negoja. Tagsüber ist sie immer irgendwo da. Ja, redet mit ihr. Ich zähle auf euch. Alles klaro. Also wieder die Zeit umstellen und... So. Ich hoffe, das ist tagsüber genug. Wohnviertel. Dann mal los. Betty! Ich eile. Hallo. Hi there. Hi. Ja, wolltet ihr zu mir? Oh, ihr seid aus seiner Gang. Wir sind keiner Gang beigetreten. Wir helfen nur, ja? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ihr seht ja gar nicht so aus. Wie sieht man denn aus, wenn man in einer Gang ist? Also gut, hier ist das, was ich eben versprochen habe. Was auch immer ihr tut, macht es ja nicht auf, ja? Ein versiegeltes Paket. Und es ist auch noch sehr wertvoll. So. Dann machen wir mal wieder Nacht. Und dann geht's wieder hier hoch. Und weiter. Hallo, hier bin ich wieder. Alright. Habt ihr mit ihr geredet? Was hat sie euch gegeben? Ein Paket. Ah, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Gute Arbeit, ihr seid mir echt eine Hilfe. Du könntest auch selber hingehen, aber dazu müsste man tagsüber vielleicht wach sein. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Es lief doch wie am Schnürchen. Ach ja. Und, was hat sie sonst noch so gesagt? Sprich doch selber mit ihr, come on. Halt, vergesst das wieder. Das wäre dann alles. Mehr Aufträge gibt es später. Und ja, ihr werdet wieder nur Materialien beschaffen müssen. Es ist schon mal gut, dass er uns vorwarnt. Gibt es ein Problem damit? Nein? Gut. Okay. Sesams Plan ist vorangeschritten. Kritische Rate 2. Yes. Und Stufenaufstieg. Ja. Es gibt noch mehr Aufträge. Na toll. Ah, da seid ihr ja. Gutes Timing. Habt ihr schon raus, was unser großer Plan sein könnte? Worum genau geht es denn? Noch immer keinen schon mal? Mann, steht ihr auf dem Stauch. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr, ne? Egal, ihr gehört jetzt zu uns. Ihr könnt jetzt nicht mehr aussteigen. Egal, hier ist ein neuer Auftrag. Er ist so ähnlich wie euer letzter Auftrag. Toll. Ach, aber diesmal haben wir die Krabbeleisenhäuser. Am Klippensee gibt es haufenweise Koloniekrabbel. Sammelt dort ein paar Krabbeleisenhäuser. Ich glaube, die Viecher kommen nur nachts aus ihren Höhlen. Vergesst nicht, ihr gehört zur Gang. Wir zählen auf euch. Okay. Wir machen das schon. Hier, bitteschön. Und, habt ihr alles? Zuverlässig wie eh und je. Ihr seid wirklich gut. So, laut meiner Liste ist euer nächster Auftrag ein Gespräch mit Kenny Rowan, dem Künstler. Den kennen wir schon. Er wird euch etwas geben. Das Problem ist, dass man nie weiß, wo man ihn findet. Ich weiß, wo ich ihn finde, ne? Ihr werdet nach ihm suchen müssen. Das ist kein Problem, denn wir haben das wundervolle Harmoniediagramm. So, Kenny. Kenny. Hoffentlich haben sie ihn nicht getötet. So, Kenny. Aktive Zeit zwischen 21 und 18 Uhr. Alles klar. Dann einmal die Zeit einstellen. Ja, eine Stunde zu früh. So. Da läuft er. Ich sehe ihn. So. Einmal die Richtung.
lauf doch nicht so schnell. Lauf nicht weg. What is it? Sesam, schick dich. Dann soll ich dir wohl das hier geben. Aber schau bloß nicht rein, hörst du? Dieser Sesam beauftragt mich mit so einer unansehnlichen Arbeit. Sagt ihm, er soll es nicht vermasseln. Und er soll meinen Namen ja nirgendwo erwähnen. Okay, es ist empfindlich. Alles klaro. Und wieder zurück. Ein Hin und Her heute. Leute. Aber ich ziehe das durch hier. Und wenn die Folge über eine Stunde geht. Alright. Habt ihr alles? Yep. Danke, Leute, ihr habt was gut bei mir. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Er hat sonst nichts weiter erwähnt, oder? Oder etwa doch? Nein, ist ja auch egal. Kümmert euch nicht weiter um den Kerl. Ich habe nur noch einen letzten Auftrag für euch. Juhu! Nur noch ein Auftrag. So, Sesams Plan ist weiter vorangeschritten. Stärke 3. Yes. Neue Harmonie-Infos. Sehr gut. Alright. Ihr wollt's wirklich wissen, was? Fragt so viel ihr wollt. Über unseren Plan erfahrt ihr von mir kein Sterbenswörtchen. Ich dachte, du hast doch einen Auftrag. Wir müssten schon in der letzten Phase unseres Plans sein. Okay. Aber Auftrag? Na, dann halt nicht. So, wie sieht's aus? Was müssen wir jetzt tun? In der Tephra-Höhle weitermachen, ne? Missionsbuch, nicht Harmoniediagramm. Was war das hier? Windfleder, genau. Na, und das beides können wir noch nicht tun. Okay, dann geht's zurück zur Tephra-Höhle. Einmal Gebietsliste und, ach, guck mal, hier ist doch ein Reisepunkt. Das ist praktisch. Habe ich wohl übersehen. Hoppla. Aber da, wo das Ausrufezeichen ist, da kamen wir vorher noch gar nicht durch, ne? This door. It was closed when we came past before. But it's open now. Maybe it was programmed to open up in case of Mechon emergency. Das wäre ein komischer Mechanismus. The way to the Bionis knee is just ahead. You ready? Yeah, let's go. Ich bin tatsächlich noch nicht ready, aber gut. Wir sollten doch Dingens. Ja, aber komm, den Auftrag nehme ich noch eben an. Wir sollten doch bei diesen Äther-Dingern. Kannst du wirklich nicht hier hochspringen? Ist das dein Ernst? Oh. Wir sollten doch zu diesen Ätherzylinder-Dings bumsen. Oh, hi. Hi. Könnt ihr etwas Zeit erübrigen und mir zuhören? Klar. Die Arbeit der Truppe ist niemals beendet. Ressourcen für Kolonie 9 zu sammeln ist sehr wichtig. Aber an die wirklich wichtigen Sachen kommen wir nicht heran. Könntet ihr Kniescheibenfelsen für unsere Reparaturen sammeln? Aber klar. Eine haben wir sogar schon. Sehr schön. Besten Dank schon mal. Ich habe noch weitere Aufgaben für euch. Sprecht mich ruhig an. Aber klaro. Oh, hi. Hi. Ich weiß, es nervt, aber ich brauche noch einmal eure Hilfe. Ich möchte 2 Hellfeigen. Sie sind so lecker. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Sie sind aber nicht für mich, sondern für ein paar arme Kinder. Könntet ihr da helfen? Na klaro. Davon haben wir noch gar nichts, okay? Vielen, vielen Dank. Ich warte auf euch ungeduldig. Ich habe noch weitere Aufgaben. Sprecht mich an. Alles klar. Gib. Oh, hi. Ich brauche nochmal eure Hilfe. Wir benötigen 3 zerstörte Scheren. Nur damit können wir die Abwehrgeschütze reparieren. Mit kaputten Scheren? Okay. Meint ihr, ihr könnt uns da nochmal zur Hand gehen? Klaro. Großartig, was würde ich nur ohne euch tun? Ich habe noch weitere Aufgaben. Noch mehr. Gib her. Ich brauche noch eine Sache. Eine Portion Unkor-Riechsalz. Das könnten wir sogar haben. Könnt ihr mir das besorgen? So viele Leute wurden bei dem Angriff auf Kolonie 9 verletzt. Deswegen brauchen wir möglichst viel Medizin für sie. Könnt ihr uns helfen? Ach nee. Ich glaube, das habe ich ins Collecticon einmal eingetragen und damit verbraucht.
Wirklich? Danke. Obwohl... Onkel Riechsalz? Das kommt mir so bekannt vor. Ich kann kaum glauben, wie ihr mir ständig zur Seite steht. Wir haben noch gar nichts gemacht. Chill. Ich mache weiter mit meiner Mission. Hoffentlich erfolgreich. Das hoffe ich doch auch. Ja, mal wieder viele Ausrufezeichen hier, ne? Hello, 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 hello. Wir sammeln einmal das hier ein. Mission erfüllt. Dann wollte ich einmal kurz den Hintereingang nehmen, weil wir da ja auch was haben, ne? Eine Aufgabe, die es zu erledigen galt. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir hier zum Ende, ne? Viel Missionsgedöns heute. Und ich würde generell sagen, dass ich so Missionsfolgen etwas länger halte und vor allem auch etwas mehr cutte als die anderen Folgen. Erstens, damit das Let's Play nicht 300 Jahre lang geht. Und zweitens, damit man die Parts, wenn man da keine Lust drauf hat und eigentlich nur für die Story einschaltet, einfach überspringen kann. So, hello. Das nehmen wir einmal noch mit und dann das Ende hier. Er macht sich Sorgen um mich? Ach, er macht sich ständig Sorgen um irgendetwas. Wie du siehst, geht's mir gut. Alles bestens. Keine Probleme. Müsst ihr ihm nicht erzählen. Soll er sich doch weiter Sorgen machen? Oh, das ist aber nett. Nicht. Aber schön, dass ihr hier wart. Hier, nehmt das als Dank. Ja. Ich meine, das ist schon auch so ein ziemlich kindisches, trotziges Verhalten. Ach, soll er sich doch Sorgen machen? Es ist nicht schön, wenn man sich Sorgen macht. Das ist ein doofes Gefühl. Der vermisste Soldat wurde wohlbehalten wiedergefunden. Das nehmen wir an uns und dann ist alles gut. Er hat auch noch Quests für uns. Oh nein, was soll ich nur tun? Ich hatte ihn doch die ganze Zeit bei mir. Ich muss ihn irgendwo in der Tephra-Höhle verloren haben. Das klingt, als stecktest du in Schwierigkeiten. Ich habe einen Anhänger verloren, der mir sehr viel bedeutet. Ich habe ihn überall gesucht, aber ich kann ihn einfach nicht finden. War er denn wirklich so wichtig? Ryan, wenn er es sagt, dass er ihm so wichtig war, dann wird das schon so sein. Meine Freundin hat ihn mir als Glücksbringer geschenkt. Und zwar genau an dem Tag, als ich der Truppe beitrat. Ach, stimmt ja, du hattest dieses Ding echt ständig bei dir. Langsam wird mir klar, wo es passiert sein muss. Es war in der Tephra-Höhle beim See Vilia. Die Decke stürzte ein. Ich bin nur knapp entkommen. Vermutlich liegt er jetzt irgendwo bei dem blockierten Weg. Wärt ihr so gut und könntet dort für mich suchen? Natürlich. Danke. Geht einfach zum See Vilia in der Tephra-Höhle. Dort muss er irgendwo beim eingeschützten Pfad liegen. Wir kümmern uns darum. Alles klaro, alles klaro. So, können wir das hier mittlerweile machen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann bei Nacht, bei dieser wunderschönen himmlischen Aussicht da oben. Oh, wenn man nur... Das Schwert schwebt magisch in der Luft. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja... Auch natürlich vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die mich finanziell ein wenig unterstützen und Nudel-Emojis in Kommentare und Chat benutzen dürfen dafür. Und ein ganz großer Dank geht an Nego her und Maixen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!